This is a true love. This is a true love. Hi Leute, anderes Thema ist extreme Ernährungsumstellungen. Wenn ich meine Ernährung extrem umstelle, wenn ich was weiß ich vorher Fleisch gegessen habe und dann plötzlich anfange Rohkost zu essen und wenn ich halt vorher auch noch gekocht gegessen habe und viel gegessen habe, noch nie gefastet habe und dann meine Ernährung extrem umstelle, dann kommt es zu sehr extremen Entgiftungserscheinungen. Und das ist wie mit Licht und Schatten. Wenn ich vorher in einem dunklen Raum war und dann in die Sonne gehe, dann verkrafte ich das Licht nicht. Dann sehe ich erstmal gar nichts. Dann habe ich erstmal mit der Entgiftung zu kämpfen. Wenn man das langsam und kontrolliert macht, wenn man sich langsam daran gewöhnt an das Licht und seine Ernährung Schritt für Schritt langsam ändert, das ist viel besser. Zumindest ist es nicht so extrem gut. Man kann entscheiden, wie man es möchte. Jeder, wie er will. Ich habe es auch relativ extrem gemacht und habe ziemlich viel immer umgestellt. Aber dann muss einem auch klar sein, dass man dann davon krank wird und dass man dann wesentlich heftigere Entgiftungserscheinungen hat. Und erstmal vielleicht nichts sehen wird, aber danach wird es besser werden. Aber wenn ich gleich in die Sonne gehe, dann werde ich erstmal geblendet und kann gar nichts sehen. Die Augen gewöhnen sich dann schon dran, aber die Übergangszeit ist halt dann mal mit gar nichts sehen. Wenn ich mich langsam an die Sonne gewöhne, dann sehe ich halt immer besser und dann habe ich in dem Übergang auch nicht so krasse Phasen, wo ich vielleicht mal gar nichts sehe. Und deshalb denke ich, sind so krasse Ernährungsumstellungen eher zu vermeiden für den Großteil der Leute, weil es einfach zu extrem ist, weil man sich nicht so schnell daran gewöhnt, an das Licht, wie auch immer man es nennen mag. Und ja, deshalb Schritt für Schritt. Und dann macht es auch viel mehr Spaß und die Wahrscheinlichkeit, dass man zurückfällt, ist viel geringer, wenn man sich langsam die Sachen abgewöhnt und neue Sachen entdeckt. So viel leckere Sachen, so viel geile Früchte, so viel leckere Rohkostrezepte, Energiekugeln, Schokokuchen, was auch immer, alles roh, vegan, perfekt. So viele neue Sachen zu entdecken, so viele geile Rezepte, müssen wir im Internet einfach schauen. Und dann macht das Ganze auch Spaß und man hat nicht so starke Entgiftungserscheinungen. Ja, deshalb extreme Ernährungsumstellung, würde ich sagen, für den Großteil der Leute ist es einfach nichts. Deshalb langsam Schritt für Schritt mal eine Mahlzeit ersetzen mit einem leckeren Rohkostgericht. Dann vielleicht mal einen Rohkosttag in der Woche, dann mal zwei. Irgendwann hat man vielleicht nur noch einen Tag, wo man kocht in der Woche. Und so weiter. Vielleicht im Winter dann am Anfang noch ein bisschen mehr und dann wird es aber trotzdem weniger. Und so kann man sich Schritt für Schritt, wenn man sich einen Plan macht, viel besser umstellen. Vielleicht einen Jahresplan machen, sagt ein Jahr vegan, ein Jahr umstellen mit Fasten dann, einen Tag fasten und dann einen Monat lang Frühstück weglassen und so weiter. Kann man Schritt für Schritt langsam gehen. Kommt wieder ein Boot, deswegen mache ich Schluss. Peace, Leute. Ciao.